Oh mein Gott, oh je. Da stehen Messungen an. Ich habe da so ein EBT-Gestell, Elektroniker, Betriebstechnik. Und da stehen jetzt Messungen an. Und so ein bisschen Angst habe ich da schon. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Erstmal ein bisschen runterkommen, glaube ich. Geht um eine Prüfungssituation. Geht darum, dass man bei den Messungen, nachdem man die Sichtkontrolle gemacht hat, vielleicht auch nicht zu viel misst. Wer zu viel misst, misst gegebenenfalls auch Mist. Und das soll ein rundes Bild abgeben. Da misst man Schutzleiterwiderstand an verschiedenen Punkten, dann misst man eine Isolation und dann misst man ein paar Spannungen. Da kann man auch einen Tacken mehr machen und manch einer wird sagen, da braucht es auch einen Tacken mehr. Aber das ist jetzt mal mein Vorschlag. Für ein AP1. Die steht nämlich gerade an. Und tun wir mal so, als wären wir in einer angespannten Prüfungssituation und würden trotzdem einigermaßen ein vernünftiges Bild abgeben wollen. Und damit fangen wir gleich mal an. Ich trinke erst noch einen Kaffee. Den braucht es immer. Und dann legen wir mal los. Also, bis gleich. Und dann, ich freue mich drauf. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Ja, der Kaffee ist getrunken. Es kann eigentlich losgehen mit unseren Messungen. Ja, was ihr hier seht, Gossen-Metrawatt, eins unserer Messgeräte. Gossen-Metrawatt Profitest Prime AC oder AC. Ein ganz wunderbares, für ganz, ganz viele Einsatzzwecke geeignetes Messmittel, auch Prüfmittel. Das wir heute allerdings nur verwenden werden für eben drei Dinge. Die Dinge, die in der Abschlussprüfung Teil 1 der Elektroniker für Betriebstechnik notwendig sind. Und zwar ist das der Schutzleiterwiderstand, also die Messung desselben, Schutzleiterwiderstand bzw. Schutzleiterdurchgang, die Isolationsmessung und die RCD-Messung. Die Spannungsmessungen machen wir hier am Standort mit dem Duspol. Auch jene im Kleinspannungsbereich. Das ist ein kontroverses Thema. Da kann man mit gutem Argument auch sagen, dass das nicht unbedingt geeignet ist. Wir haben unsere Gründe dafür, auf die gehe ich noch ein in einem anderen Video, nicht heute. Da geht es darum, naja, Prüfmittel, Messmittel, Duspol, ja oder nein. Wir messen die Spannungen auch im Kleinspannungsbereich mit dem Duspol. Und ja, wir haben unsere Gründe dafür und die erkläre ich in einem anderen Video. Okay, unser Messgerät hier. Bevor ich so eine Prüfung beginne, ist es entscheidend, dass ich mein Messmittel, mein Prüfmittel einer Sichtkontrolle unterziehe. Das umfasst zunächst mal das Gehäuse selbst. Kann ich erkennen, ob das Gerät beispielsweise mal eben irgendwem runtergefallen ist? Oder hat jemand einen Hammer drauf fallen lassen oder sonst was? Ist da irgendwas kaputt? Ist das Display gesplittert? Ist da irgendwas abgeplatzt? Ist irgendetwas offensichtlich beschädigt? Wenn das der Fall ist, ist das Prüfmittel gegebenenfalls nicht geeignet. Da ist irgendwas kaputt. Ist die Sicherheit beeinträchtigt? Kann sein. In unserem Fall ein prüfender Blick. Es sieht so aus, als sei es niemandem runtergefallen, wofür ich persönlich sehr dankbar bin. Denn das wäre eine teure Nummer. Ja, Prüfetiketten. Ist das Gerät geprüft? Kann es aktuell gefahrlos verwendet werden? Ist es für den Benutzer, ja, keine Gefahr? Ja, ist alles gut. Prüfetikett.
Etiketten sind drauf, das passt. Zusätzlich dazu ist es natürlich auch erforderlich, in dem Fall beispielsweise so eine Kaltgeräteleitung, natürlich bevor man das Gerät hier unter Spannung bringt, dass man diese Kaltgeräteleitung überprüft, und zwar auch haptisch. Ja? Man nimmt sich die Leitung und tastet sie ab. Man schaut sich an, gibt es da Beschädigungen der Isolierung. Das macht man über die komplette Leitung. Dasselbe macht man natürlich auch mit seinen Prüfleitungen hier. Die sind in dem Fall lang. Geht davon aus, dass ich das vorher schon gemacht habe. Und wenn man das gemacht hat, die Sichtkontrolle damit beendet ist, naja, dann tut man das kund. Dann spricht man davon, dann sagt man als Prüfling, ja, ich habe das Gerät in der Sichtkontrolle unterzogen, spricht möglicherweise nochmal drauf an, Etiketten drauf, keine Abplatzungen, nichts kaputt, nichts gesplittert, die Leitungen unbeschädigt, keine offensichtlichen Problemstellungen zu erkennen. Hat man das gemacht? Naja, dann bringt man das Gerät ans Netz. Und wenn man das dann gemacht hat, dann schaut man sich so an, idealerweise hat man es schon vorher gemacht, welche Möglichkeiten so ein Gerät eigentlich bietet, was den Selbsttest, den Selbstfunktionstest angeht. Bei unserem Gerät ist das eigentlich ziemlich umfangreich, wir beschränken uns aber hier auf ein paar Kleinigkeiten. Wir schalten das Gerät mal ein und hier auf Setup können wir verschiedene Selbsttests durchführen. Ja, ich glaube, ich nehme die Kamera einen Tacken ran, damit man das besser sieht. Ja, ich glaube, das mache ich mal. So. Ich habe die Kamera aber noch ein bisschen rangenommen. Besonders gut sieht man es trotzdem, glaube ich, nicht. Aber gut. Wir sind hier auf Off. Wir stellen mal auf Setup. Das ist, wie gesagt, bei anderen Geräten halt eben anders zu handeln. Bei dem Gerät ist es so. Wir sehen, das Gerät fährt gerade hoch. Und wir sehen, es gibt ein paar Möglichkeiten, das Gerät zu testen. Haben wir auf der rechten Seite hier Tests für die LEDs, Tests, Batterieladezustand, Display und Töne. Gucken wir mal auf die Tests. Okay. Und wir sehen oben vier LEDs, die uns gegebenenfalls einen Fehler anzeigen könnten. Und wenn sie nicht funktionieren, haben wir halt ein Problem. Deswegen gucken wir im Zuge des Selbsttests, die LEDs wenigstens ja, leuchten, wenn wir sie ansteuern. Hier beispielsweise unsere zweite LED, gucken, zack, wird rot. Funktioniert. Unsere erste hier, RCD-FI, zack, wird rot. Kann ich testen, funktioniert. Auf der anderen Seite, hier, zweite von links, Batterie, würde an der Stelle jetzt rot leuchten, funktioniert auch. Eins drüber, hier ebenfalls die zweite, soll dann grün leuchten. Zack, alles gut. Hier Anzeige für unser Netz. Wenn ich drauf drücke, hier sollte das rot werden. Wird rot, passt. Und dann hier oben. Noch einmal der letzte Test, auch wieder für die LED, sollte grün werden. Wird grün. Das passt. Dann können wir an der Stelle rausgehen mit Escape und können einen Batterietest machen. Beispielsweise hier auch wieder Tests, draufklicken, Untermenü, Batterie. Draufdrücken. 12,4 Volt, 98%, alles gut. Das heißt, wir könnten unsere Messungen problemlos machen, ohne am Netz zu sein. Das funktioniert bei den Messungen, die wir machen, problemlos. Das würde dann nicht funktionieren, wenn wir unseren Schutzleiterwiderstand messen würden mit 25 Ampere Prüfstrom. Das werden wir aber nicht tun. Wir werden uns an die Norm halten. Dort steht drin, dass mindestens 200 mA in Anwendung gebracht werden müssen für die korrekte Messung des Schutzleiterwiderstands. Und daran halten wir uns auch. Insofern könnten wir tatsächlich auch einfach mit der Batterieleistung, die wir da haben, mit dem Ladezustand problemlos
die Schutzleiterwiderstandsmessung machen. Okay, haben wir also gemacht. Nochmal, 12,4 Volt, 98%, passt. Dann der Ton. Das Gerät gibt einen Ton aus, wenn Zustände da sind, möglicherweise unerwartete, aber auch bei erwarteten Zuständen gibt das Gerät einen Ton aus. Testen, ob das funktioniert. Drücken. Man hört es. Funktioniert. Dann geht es um unser Display hier. Das Gerät könnte ja, wenn es einen Displayfehler hätte, etwas anzeigen, ohne das anzeigen zu wollen. Es könnte zum Beispiel Gefahrlosigkeit signalisieren. Achtung, es ist alles gut, wenn unser Display an manchen Stellen nicht mehr funktionieren würde. Also gucken wir, ob das Display, entspricht. Ob das Display den Dingen entspricht, die es hier eben zeigen will. Hier wäre es zum Beispiel einfach nur hell. Hier wäre es einfach nur dunkel. Hier unten wäre so ein Schachmuster. Und hier ein invertiertes. Das heißt, jene Stellen, die vorher weiß waren, werden jetzt schwarz. Gut, das passt. Der Selbsttest ist für uns an der Stelle abgeschlossen. Das kann man noch intensiver machen. Und es gibt nachher noch ein, zwei Dinge, die wir noch dazu machen werden. Aber im Prinzip ist es erstmal das, was wir machen werden. In unseren Prüfungen läuft das so ab. Okay, Escape. Und dann sind wir damit auch schon durch. Dann gehen wir mal zu den Messungen an sich. Kamera wieder umgestellt. Wir gehen an die Prüfung. Die Messung des Schutzleiterwiderstands. Normseitig gefordert 1 Ohm. Nicht mehr. Kleiner als 1 Ohm. Und natürlich messen wir dabei die ganze Anlage. Und unsere Zuleitung hier, Anschluss, gehört ja mit zur Anlage. Und weil das so ist, gehen wir idealerweise bei unserer CEE-Verbindung hier, mit dem Steckverbinder hier, das ist ein 16 Ampere CEE, 6H, das heißt unser PE, der dickere Pol hier, ist auf 6 Uhr. Wenn man sich das als Uhr vorstellt, ist der PE auf 6 Uhr, also unten. Um dann guten Kontakt zu bekommen, empfiehlt es sich entweder mit so einem Adapter zu arbeiten oder in unserem Fall jetzt mit so einer Krokodilklemme. Jetzt ist es natürlich so, dass unsere Messleitungen selbst einen Widerstand haben. Dieser Widerstand ist nicht groß, ist ein kleiner Widerstand, aber man rechnet den idealerweise raus. Die Messleitungen gehören ja auch nicht zur Anlage, ne? Das ist ja klar. Natürlich ist zu sagen, dass bei der Anlage, die wir hier haben, die Normvorgabe in jedem Fall erfüllt werden wird. Auch dann, wenn wir unsere Messleitungen da mit einbeziehen und eben den Widerstand der Messleitungen nicht rausrechnen. Aber um zu demonstrieren, dass man weiß, um was es sich da handelt, ist es gut und richtig, speziell bei einem Gerät, das die Möglichkeit anbietet, diesen Messleitungswiderstand eigenständig automatisch herauszurechnen, ist es eben nicht schlecht, wenn man zeigt, dass man das kann. Inzwischen können das fast alle Geräte. Aber wenn man nur den Hinweis gibt, ist es möglicherweise zu wenig. Also man sollte dann schon diesen Offset da herausrechnen lassen, geräteseitig. Okay, um das zu machen, ist es natürlich erforderlich, dass man den Prüfaufbau, den man später haben wird, auch komplett dann so vorbereitet und dann auch eben so bei dieser Schutzleiter-Messleitungs-Offset-Prüfung auch in Anwendung bringt, wie es später eben sein wird. Später bei unserer Messung wird es sein, wir bringen eben diese Krokodilklemme mit in unsere Messung ein. Und die hat ja einen Übergangswiderstand, der ist ja nicht null. Wir bringen das also auf und wir nehmen noch ein zweites Hilfsmittel dazu, weil wir mit der dicken Spitze hier schlecht in die Klemmen kommen. Und da werden wir rein müssen. Und deswegen nehmen wir hier noch eine Prüfspitze mit dazu. Wenn das dann so gemacht ist, das ist unser Prüfaufbau, dann können wir einen Offset machen. Wir können sagen, okay, wir
bringen diese beiden leitenden Teile, unsere beiden Prüfspitzen, zusammen und schauen uns mal an, welchen Widerstand, naja, die Messleitung dann hat innerhalb dieses Aufbaus. Diesen Offset rechnet das Gerät dann nachher heraus. Okay. Offset, ja, will er nochmal? Vielleicht will er jetzt. Vielleicht will er auch nicht. Aus irgendeinem Grund will er nicht. Starten wir das Ganze nochmal. Das ist natürlich nicht sehr schön. Mal nochmal aus. Mal nochmal ein. Mal gucken, was er sagt. Fährt nochmal neu hoch. Ah ja, okay, jetzt hat er es gemacht. Hier. Mit dieser Taste hier kann ich einen Offset messen. Okay, ein Offset 0,03 Ohm. Den kann man stehen lassen. Den kann man so lassen. Es ist jetzt so, dass unser Messgerät bei jeder Messung, die wir jetzt machen, diese 30 Milliohm herausrechnen wird. Ich hätte, wenn ich auf die Krokodilklemme gedrückt hätte, ein bisschen Druck ausgeübt hätte, diesen Wert noch verkleinern können. Dann hätten wir einen besseren Offset-Wert gehabt. Aber die 30 Milliohm, die wir jetzt haben, werden nicht dazu führen, dass das, was er herausrechnet später, eben jene 30 Milliohm größer sind als der Wert, den wir nachher an unserem Gestell messen. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Denn sonst würden wir eine negative Widerstandswertigkeit haben. Dann hätten wir einen negativen Wert bei unserem Widerstand. Und das kann es nun nicht sein. Der Widerstand kann nicht negativ werden. Und das würde zu einem Fehler führen. Wir rechnen jetzt 30 Milliohm bei jeder Messung raus und kommen dann auf ein Ergebnis, das auch so niederzuschreiben ist. 30 Milliohm scheint mir ein vernünftiger Wert zu sein. Wir haben eben auch nur zwei Nachkommastellen. Wenn ich da jetzt mit großem Druck diese Offset-Messung gemacht hätte, dann würde es wahrscheinlich möglich gewesen sein, auf 0,00 zu kommen. Da würde er vielleicht nur 5, also in der dritten Nachkommastelle, 5 Milliohm rausrechnen. Und das wäre auch okay, das würde auch passen. Aber die 30 Milliohm sind an der Stelle vollständig in Ordnung. Die können wir nutzen. Also lassen wir den Offset, wie er jetzt gespeichert ist, drin und machen gleich unsere Messungen. Ja. Dazu bringen wir unsere Krokodilklemme auf unseren H-Pol, 6H-Pol hier, auf den PE-Pol hier auf und messen jeden einzelnen Punkt der PE-Klemme, auf jeden Fall, ganz wichtig. Denn es ist ja so, dass der Nächste, der da kommt, davon ausgehen darf, mit einiger Berechtigung, dass derjenige, der da drin gearbeitet hat, auch darauf geachtet hat, dass unsere PE-Klemmen ordentlich kontaktiert sind. Wer so eine Vago-PE-Klemme kennt, der weiß, dass diese Klemmen hinten verbunden sind mit der Hutschiene. Und deswegen könnte man ja auch sagen, und ich habe das auch schon oft gehört, auch schon von anderen Prüfungsausschussmitgliedern, dass ja über diese Kontaktierung hinten sichergestellt ist, dass ein Kontakt da ist. Und manche sagen, ja, dann nehmen wir einfach die am weitesten entfernte Stelle und dann haben wir sichergestellt, dass unsere Schutzleiterwirkung überall gut ist.
Und das hat auch seinen Charme, das hat auch seinen Reiz. Diese Argumentation ist schlüssig und ganz nett. Aber ich bin da ein Stück weit anderer Meinung. Also ich würde sagen, es könnte ja sein, dass wir an der Stelle, an der unsere PE-Klemme auf der Hutschiene aufliegt, Korrosion ist oder Schmutz. Oder irgendjemand hat die Kontaktierung dadurch unbrauchbar gemacht und schlecht gemacht, dass er irgendwie manipuliert hat. Und an anderer Stelle bin ich da kulant und sage, das ist in Ordnung, muss man nicht unbedingt und so viele Messungen sind da nicht erforderlich. Aber bei der PE-Geschichte, da ist es ein bisschen schwieriger. Bei PE, das ist, naja, die wichtigste Leitung. Das ist Schutzfunktion. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und um all das auszuschließen, sage ich einfach, bei uns, in unserem Prüfungsausschuss, wir messen jede PE-Klemme, jede einzelne. Sonst kommt jemand daher, schließt hier einen Motor an und wir haben nicht sichergestellt, dass wir eine gute Kontaktierung haben hier beispielsweise bei unserer PE-Klemme auf der 19. Und der Motor hat einen Fehler und ein Außenleiter liegt auf dem Gehäuse. Und naja, wir haben einfach hier unsere PE aufgelegt vom Motor und dieser Fehler wird erst dadurch erkannt, dass jemand das Gehäuse des Motors anfasst und wenn er dann da liegt, wissen wir, dass wir einen Fehler gemacht haben, aber ich würde schon ganz gern vermeiden, dass er da liegt. Deswegen jede einzelne Klemme. Das mag in anderen Betrieben anders sein, das mag auch von anderen Prüfungsausschüssen anders gesehen werden. Wir sehen das so. Und ich halte diese Herangehensweise ehrlich gesagt für vernünftiger. Also, gucken wir mal. Wir messen einfach mal jeden einzelnen Widerstandswert. Ich werde jetzt hier die Messungen machen, gucke dabei selbst prüfend auf das Gerät, möchte aber die Kamera jetzt nicht jedes Mal umstellen. Und ja, deswegen mache ich die Messungen an der Stelle einfach mal. Und ihr könnt mir glauben, dass der Wert okay ist. Gehen wir mal gucken. Das Mannequin läuft. 0,08 Ohm. Okay? Die nächste. Ordentlich kontaktiert. 0,06 Ohm. Wie gesagt, er rechnet jetzt immer die 30 Milliohm schon raus. Manchmal ist die Messung abgebrochen. 0,0. 5 Ohm. Anscheinend habe ich ein bisschen besser reingedrückt jetzt. Das Ganze nochmal. 0,05 Ohm. Das Ganze nochmal. 0,06 Ohm. Dann unser PELF. Das messe ich auch. 0,06 Ohm. Da sieht man überhaupt was? Naja. 0,06 Ohm. Hier vielleicht noch mal ein bisschen ran. 0,06 Ohm. Okay. Dann unsere Steckdose. 0,06 Ohm. Okay. Unsere SPS. 0,08 Ohm. Unser Gestell.
hier ist ein bisschen schwierig. Da kann es sein, dass wir da, weil es ein bisschen Lack drauf hat, dass wir da nicht so richtig guten Wert kriegen. Gucken wir mal. 0,09 Ohm. Die am weitesten entfernte Stelle Ohm. Okay. Unsere Bedieneinheit. Ich gehe direkt auf die Schraube. Manche Prüfungsausschussmitglieder sehen das nicht gern. Ohm. Okay. Schutzleiterwiderstandsmessung. Unser schlechtester Wert war 0,12 Ohm. Auf dem Prüfprotokoll wird der schlechteste Wert vermerkt. Und 0,12 ist kleiner als 1. Ergo, Schutzleiterwiderstandsmessung ist bestanden. Anlage ist, was das angeht, in Ordnung. So, dann kommen wir zur Isolationsmessung. Die ist ein bisschen umfangreicher. So, und ich habe jetzt auf die Uhr geguckt und es ist schon ziemlich spät. Ja, und ich glaube, ich muss das mit der Isolationsmessung auf morgen verschieben. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Ich denke, die ist ohnehin ein bisschen umfangreicher. Und wenn man dann so eine kleine Pause, wenn man so eine kleine Pause dazwischen hat, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Bevor ich heimfahre, trinke ich erst noch einen Kaffee und dann geht's ab nach Haus zu meiner geliebten Ehefrau und ich hoffe, die ist nicht ganz so kritisch, weil ich, ja, wie spät haben wir es denn jetzt? Es ist jetzt 19 Uhr, ich bin seit heute Morgen um 5 auf der Arbeit. Naja, wahrscheinlich wird sie ein bisschen böse sein, aber ich bin bald zu Hause, Schatz. Aber erst trinke ich noch einen Kaffee. Und an euch auch. Bis bald. Und ich hoffe, ihr liked das bisschen, was ich da gemacht habe. Und bis zum nächsten Video. Gerne viele Kommentare. Wenn Fragen sind, bitte auch natürlich in den Kommentaren stellen. Und ich werde beantworten, was ich beantworten kann. Ja. Also. Bis bald.